Hallo, mein Name ist Sabine Gmähler, ich bin Diätologin und Junior Researcherin am Department für Gesundheit an der Fachhochschule St. Pölten. Mein Name ist Philipp Puttinger, ich studiere hier an der FH St. Pölten Diätologie im 6. Semester. Und wir bereiten heute ein dreigängiges Menü zu, das im Rahmen einer antientzündlichen Ernährung zum Einsatz kommt, zum Beispiel bei Rheuma oder bei anderen chronisch entzündlichen Erkrankungen. Und ich sehe schon, wir haben hier die Zutaten schon hergerichtet. Was machen wir aus diesen Dingen? Wir machen aus den Bohnen so gebratene Bohnenleibchen und dazu gibt es Blattsalat. Wir haben uns dafür den Rucola entschieden und Apfel und Gurke. Als Hauptgericht gibt es heute Lachsforellenfilet gebraten mit einmal Brokkoli gedünstet. Und als Alternative zum normalen Kartoffelpüree gibt es einmal Süßkartoffelpüree. Und das Dessert? Wir haben da eine Buttermilch. Da werden wir ein Buttermilch-Gelee machen. Und als Frucht haben wir uns für die Himbeere und für den Rhabarber entschieden. Ist ein bisschen was Süßes, aber auch ein bisschen was Pikant-Säuerliches. Ich glaube, das zieht sich ja eigentlich durch unsere komplette Palette hier, dass es saisonale Produkte sind, dass es regionale Lebensmittel sind. Das ist ja auch für unsere Patientinnen und Patienten oder Klientinnen und Klienten ganz, ganz wichtig. Wir stehen ja hier im sogenannten Kitchen Lab an der Fachhochschule St. Pölten. Was passiert denn in diesem Kitchen Lab, wenn nicht gerade wir hier stehen und ein Video drehen? Während der Ausbildung hier an der FH St. Pölten werden verschiedene Krankheitsthemen durchgemacht im Zuge des Unterrichts. Und weil natürlich nur das Theoretische zu wenig ist, braucht man ja die Praxis dazu. Und dazu entwickeln wir dann Rezepte zu verschiedenen Krankheitstypen. Und die werden dann im Kitchen Lab probiert, gekocht und dann miteinander verkostet. Es gibt im Nebenraum dann also einen Proberaum, wo man die ganzen Gerichte und Rezepturen noch besprechen kann und einfach gegebenenfalls adaptiert. Das heißt, man testet da wirklich sozusagen aus, wie können Rezepte funktionieren, wie schmecken sie und wird dann auch kritisch verkostet und beurteilt. Genau. Es gibt dann verschiedene Krankheitsthemen, ob es jetzt gastroenterologische Themen sind, wo man vielleicht eine leichter verdauliche Kost benötigt, oder wie wir es heute eben machen bei der antientzündlichen Ernährung, wo man auf gewisse Lebensmittel im Fokus legt. Das heißt, die antientzündliche Ernährung ist eben auch Teil einer Lehrveranstaltung und dann wird es in der Theorie sozusagen gelernt und dann praktisch umgesetzt. Vor allem finde ich es spannend, wenn man dann auch die Dinge nicht nur in der Theorie hört, sondern auch wirklich selber ausprobieren muss, weil es ja, glaube ich, ganz wichtig ist, dass man den Patientinnen nicht nur sagt, was sie zu tun haben, sondern man muss ja wissen, wie es funktioniert. Wenn man ein Öl hernehmen möchte, dann am besten ein pflanzliches Öl. Das Rapsöl ist gerade in der New Nordic Diet oder in der nordischen Küche sehr beliebt, weil es eine sehr gute Omega-3-Fettsäurenqualität hat. Gegenüber von der mediterranen Küche, wo der Hauptfokus eher auf das Olivenöl liegt. Wir haben ganz gezielt darauf geachtet, dass es fettarme Milchprodukte sind, weil es an und für sich so ein Grundsatz ist in der antientzündlichen Ernährung, dass man tierische Fette reduziert. Und das machen wir in dem Fall auch bei den Milchprodukten. Und gleichzeitig sind sie aber sehr wichtige Lebensmittel, weil sie eine gute Eiweißquelle sind und sie liefern uns natürlich auch das Kalzium für die Knochen. Himbeeren sind ja was wirklich Tolles, weil da auch so viele sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe drinnen sind, die ja gesundheitlich einen sehr positiven Effekt haben. Und das sind zum Beispiel eben auch Farbstoffe, also gerade in den Himbeeren eben diese rote Farbe, die da gegeben wird. Deswegen sagt man ja auch immer, man soll möglichst bunt essen, weil wir haben einerseits diese roten Farbstoffe, auch die violetten in der Melanzane zum Beispiel, aber dann zum Beispiel eine ganz andere Gruppe, die man halt dann wiederum hauptsächlich in gelben oder orangenen Gemüsesorten oder Obstsorten findet. Hülsenfrüchte sind ja auch sehr was Wertvolles, ja, weil es eine pflanzliche Eiweißquelle ist. In der antientzündlichen Ernährung versucht man ja Fleisch und tierische fette Produkte zu vermeiden. Und da bietet sich natürlich die Hülsenfrucht als Eiweißquelle sehr gut an. Und in den Hülsenfrüchten sind ja sehr viele Ballaststoffe. Und Ballaststoffe wissen wir ja, dass die zwar einerseits ja sehr gut sind, sie halten uns länger satt und sie sind gut für unsere Verdauung. Aber es ist ja so, dass man mittlerweile weiß, dass die Ballaststoffe sozusagen auch Futter für unsere Darmbakterien sind. Und wenn es der Darmflora gut geht, geht es uns gut.
In der antientzündlichen Ernährung, wie wir vorher schon gesagt haben, sind eben die sekundären Pflanzenstoffe sehr wichtig, aber eben zum Beispiel auch die sogenannten Antioxidantien. Manche sekundären Pflanzenstoffe sind ja auch Antioxidantien, aber zum Beispiel auch Vitamine. Also wir haben das Vitamin C, das Vitamin E und das Vitamin A, die auch antioxidativ wirken. Und da haben wir bei unserer Hauptspeise eine gute Kombination, weil wir haben einerseits den Brokkoli, der sehr vitaminreich ist, aber wir haben auch die Süßkartoffel dabei, die auch noch viele Vitamine und auch wieder diese gelbe, orangenen Farbstoffe mit sich bringt. Wie bist du eigentlich zu dem Thema antientzündliche Ernährung gekommen? Weil wir ein Forschungsprojekt haben, wo wir untersuchen, wie sich eine antientzündliche Ernährung bei Patientinnen und Patienten mit Kniearthrose auswirkt. Weil man kennt ja sozusagen die antientzündliche Ernährung eben von Rheuma, von Arthritis. Aber die Arthrose ist so, genau, da ist noch relativ viel unerforscht. Da gibt es eigentlich auch in den Guidelines jetzt nicht wirklich viel, außer dass es immer heißt, man soll auf sein Gewicht achten oder wenn man übergewichtig ist, Gewicht reduzieren. Aber mehr eigentlich nicht. Und in den letzten Jahren hat sich aber gezeigt, dass es vielleicht doch auch wichtig ist, da ein bisschen genauer hinzuschauen. Und deswegen genau, probieren wir das jetzt gerade mit Probandinnen aus, wie sie eine antientzündliche Ernährung gemeinsam mit einer Bewegungstherapie, weil das ja auch ein sehr großer Part ist in der Therapie, wie sie das eben auswirkt. Und wie lange gibt es die Studie schon? Wie lange läuft die? Wir haben unsere ersten Probanden im Herbst sozusagen in die Studie aufgenommen. Die werden über ein ganzes Jahr lang betreut und beobachtet und es werden immer wieder Daten erhoben. Und kann ich mir das dann so vorstellen, dass es dann diesbezüglich eine Infobroschüre, ein Kochbuch etc. gibt, wo die Patienten nachher was mit nach Hause kriegen? Genau, also uns war es sehr wichtig, dass es sehr alltagsnah ist und sehr praxistauglich ist. Das heißt, sie kriegen von uns natürlich die Unterlagen, aber wir haben auch ein Rezeptbuch erstellt, ebenso mit den Kriterien, dass wir sagen, es soll der antientzündlichen Ernährung entsprechen, aber es soll genauso wie hier auch regional sein, saisonal sein und vor allem es soll schnell gehen. Es braucht es kurz und knackig und vor allem auch von den Zutaten. Also wir haben da jetzt Rezepte drinnen, wo man eigentlich gar nicht viele Zutaten braucht, aber trotzdem ein gesundes Essen hat. Du hast ja eben vorher die New Nordic Diet angesprochen und das war sozusagen unsere Basis, auf der wir aufgebaut haben, aber eben umgelegt auf die österreichische Küche. Also abgesehen davon, dass du in Kürze Diätologe bist, hast du ja schon ein gutes Grundwissen, weil du bist ja auch gelernter Koch. Gelernter Koch, gelernter Kellner. Hab noch ein bisschen, nachdem die Hauben- oder Sterne-Gastronomie ein bisschen mehr zeitintensiv ist, in die Verpflegungsgastronomie gewechselt und habe dort auch Rezepte entwickelt, war bei der Bandendkontrolle dabei und habe dann schlussendlich den diätetisch geschulten Koch gemacht und ist sozusagen so ein bisschen das Bindeglied zwischen der Diätologie und der Küchenchef. Und das macht das Ganze sehr, sehr spannend und bringt natürlich auch das Theoretische nachher mit der Praxis wieder zusammen. Das heißt, so bist du auch in die Schiene dann in die Richtung Diätologie oder Diätetik gekommen? Genau. Früher war es so, Essen hat immer gut schmecken müssen und das muss natürlich auch preiswert sein zum Produzieren. Und es macht so spannend, dass man mit Lebensmitteln eigentlich Leute helfen kann. Das war so der Grundgedanke, warum ich zum Studium angefangen habe. Wenn jetzt jemand Interesse haben sollte am Studiengang oder auch die Rezepte noch zu kochen, wo findet man die Infos? Die Info zum Diätologiestudium, aber auch die Rezepte, die wir heute gekocht haben, die Anleitung dafür und auch die Info zum Forschungsprojekt Nomoka findet ihr in der Videobeschreibung unter dem Video. Dann mit diesen Worten oder abschließenden Worten möchten wir uns bedanken. Es war eine super schöne Zeit und wünschen beim Nachkochen viel Vergnügen. Viel Spaß. Und lasst es euch schmecken.